Erinnert ihr euch noch an Breaking Bad? Das war vor über 10 Jahren eine super angesagte TV-Serie des US-amerikanischen Kabelsenders AMC. Ich war ein großer Fan davon und heute machen wir den passenden Cocktail dazu. Wir machen jetzt den Heisenberg. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und nachdem ich kürzlich eine neue Flasche Blue Curaçao für den Blue Hawaiian Cocktail bestellt habe, hier steht die Flasche und den Drink verlinke ich euch hier oben, habe ich ein wenig nach anderen Cocktails gesucht, die diesen blauen Orangenlikör verwenden. Dass ich dabei jetzt keine absoluten Pre-Prohibition-Klassiker finden würde, war mir klar. Einen Swimmingpool, der einem so als erstes in den Kopf kommt, wollte ich jetzt aber auch nicht machen. Und als ich dann über das Rezept unseres heutigen Drinks gestolpert bin, musste ich erstmal ein wenig schmunzeln. Ich habe ihn dann aber probiert und ich muss sagen, er ist ein Video wert. Es handelt sich um einen Cocktail namens Heisenberg, der zurückgeht auf die mit diversen Emmys und Golden Globes prämierte TV-Serie Breaking Bad aus den Jahren 2008 bis 2013, in der Aaron Paul als Jesse Pinkman und Bryan Cranston als Walter White zusammen die Droge Crystal Meth kochen und zu einem der größten Produzenten der USA werden. Der Deckname der Figur Walter White ist dabei Heisenberg nach dem deutschen Nobelpreisträger Werner Karl Heisenberg und so ist eben auch der Drink benannt. Und auch wenn das Video jetzt vielleicht 10 Jahre zu spät kommt und ich mich jetzt, wo ich das sage, gerade ein bisschen alt fühle, so hatte ich doch einfach Lust, den Drink für euch zu machen. Zum einen, weil er eine Serie feiert, die ich einfach sehr mochte und zum anderen, weil er eine coole Präsentation hat. Zudem ist er als Abwandlung einer Margarita zu verstehen und so irgendwie dann doch nicht so weit weg von einem klassischen Cocktail. Der Drink wurde 2013 zur finalen Staffel der Serie in Mark's Bar im Londoner Stadtteil Soho kreiert. Ja, und optisch von seiner Deko auf jeden Fall auch inspiriert von eben jenem Crystal Meth, was in der Serie gekocht wird. Zudem kommt in der Serie relativ häufig Tequila vor. Sie spielt in New Mexico, wo Agaven wachsen. Ja, und so fand ich das ein Cocktail mit Tequila, mit Mezcal einfach ganz gut zu der Serie passt. Und ja, genau diese Zutaten verwendet der Heisenberg-Cocktail eben. Ich habe schon gesagt, die Präsentation des Drinks soll an Crystal Meth erinnern. Und dazu mussten wir ein bisschen was vorbereiten. Ich habe hier vorne blaues Salz stehen. Das ist tatsächlich ganz normales Speisesalz mit blauer Lebensmittelfarbe gefärbt und im Backofen getrocknet. Dadurch entstehen dann so etwas größere, gröbere Chips. Und die werden wir jetzt zur Deko verwenden. Wir brauchen dazu einen Teller. Wir brauchen unseren Laborbecher. Und wir brauchen erstmal ein bisschen Zuckersirup. Den geben wir hier auf den Teller. Das war schon deutlich zu viel. So, und wir geben jetzt ungefähr die Hälfte unseres Bechers hier rein, sodass der Rand mit Zuckersirup bedeckt ist. Lassen den überschüssigen Sirup ablaufen, also da soll uns dann nachher nichts am Glas herunterlaufen. Deshalb ist es wichtig, dass das vorher richtig abtropft. Den Becher dann auch weiter so halten. So, und jetzt geben wir von unseren blauen Salzchips hier auf den Teller und drücken unser Becherglas hier rein, sodass diese Chips am Rand hängen bleiben können. So, da haben wir jetzt unser Glas mit dem blauen Salzrand.
Die Sachen stellen wir mal weg. Jetzt widmen wir uns unserem Drink. Wir brauchen den Shaker, zunächst die Oberseite, einen Jigger in Zentilitern. Und wir beginnen mit Limettensaft. Davon brauchen wir 2 Zl. Zum Limettensaft kommt Zuckersirup, davon 1/2 Cl. So, jetzt kommt eine in der Bar nicht ganz so häufige Zutat. Ich habe hier einen Lavendelsirup. Auch davon brauchen wir 1/2 Cl. Von unserem Blue Curaçao 3/4 Zl. Vom Maraschino Likör, einem Kirschlikör, 1 Zl. Jetzt kommen wir zu unserem Tequila Reposado, also einem fassgereiften Tequila. Davon brauchen wir 4 Cl. Und zum Schluss unser Mezcal, das ist eine rauchige Agavenspirituose. Davon brauchen wir nochmal 1/2 Cl. So, jetzt kommt Eis in den Shaker, in die Unterseite vom Shaker. Wir cracken das Eis, so haben wir große und kleine Stücke. Das sorgt für eine gute Durchmischung, eine gute Kühlung und eine leichte Verwässerung. Genauso, wie wir das haben wollen. Wir geben die Flüssigkeiten aufs Eis. Wir verschließen den Shaker und das Ganze kriegt jetzt 15 bis 20 Sekunden. So, der Drink ist schön kalt. Bevor wir den jetzt aber ins Glas abseihen können, kommt noch ein bisschen Deko dazu, denn ich habe ebenfalls mit Lebensmittelfarbe ein bisschen blaues Eis hergestellt. Also einfach Wasser mit Lebensmittelfarbe vermischen, bis die Farbe aufgelöst ist und dann in Eiswürfelform füllen und frieren. Auch die cracken wir jetzt und geben sie in unser Glas. Und wer die Serie gesehen hat, weiß, dass das Crystal Meth da immer in solchen blauen Stücken, gebrochenen Stücken, hergestellt und verpackt wurde. Und deshalb denke ich, passt das hier, der ist noch zu groß, von der Deko wirklich gut. So, das heben wir uns mal auf, meine Hände sind schon ganz blau. So, wir schnappen uns Hawthorne Strainer und Fine Strainer und seihen den Drink ab. Ja, und dann habe ich hier für euch den Heisenberg. Also ganz ehrlich, ob es appetitlich aussieht, liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Spannend ist er auf jeden Fall optisch. Jetzt wollen wir natürlich auch probieren. Ich nehme dazu mal einen Strohhalm. Ja, das ist eine etwas süßere Margarita mit so einem Hauch Rauch vom Mezcal.
erfrischend, kräftig, hat jetzt aber nichts Chemisches. Ist natürlich, wir haben zweimal Sirup, wir haben zweimal Likör drin. Der ist schon wirklich relativ süß. Könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Limettensaft vertragen. Ist aber viel näher an einem klassischen Cocktail, als man das anhand seiner Präsentation erstmal meinen mag, auch wenn die hier sicherlich im Vordergrund steht. Und ich glaube, sie kann bei der ein oder anderen Party auf jeden Fall für einen Aha-Effekt sorgen. Ja, wenn ihr ansonsten lieber die klassischen Cocktails habt, dann haben wir da im Kanal sicherlich einige Optionen für euch. Ihr findet im Abspann die Playlisten und Videoempfehlungen dazu. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal was anderes war. Vielleicht fandet ihr aber auch gerade das gut. So oder so, ich würde mich sehr über ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.